Die Adler Dogs in Schwechat bieten ein umfassendes Ausbildungskonzept für Mensch und Hund. Wir haben uns erkundigt, welche Rolle Therapiehunde im pädagogischen Bereich spielen und wie man sich im Umgang mit Hunden am besten verhält. Zwischen Hund und Kind kommt meist schnell und unverfälscht eine Beziehung zustande. Der Hund kann als Brücke zu einer Mensch-Mensch-Beziehung dienen und genau das ist vor allem in der Therapie oftmals sehr hilfreich. Kinder mit ADHS, Depression, Ängstlichkeit, Aggression, mangelndem Selbstwertgefühl können sehr viel von einer Therapie mit Hunden profitieren. Therapiehunde sind sozusagen die Brückenbauer, sage ich immer, zwischen dem, was wir Menschen vermitteln wollen. Und so haben wir es einfach in der Arbeit mit den Hunden so, dass gerade bei Kindern oder auch bei Erwachsenen mit Beeinträchtigung oder auch im Pflegeheim oder im Altersheim die Menschen sich einfach noch mehr anstrengen für diese Übungen, die wir machen, wenn sie dann eben den Hunden Leckerli geben können. Also alleine die Anwesenheit des Hundes, sehen wir in unserer Arbeit, hilft, dass die Leute konzentrierter sind, dass sie sich leichter auch öffnen. Wir haben zum Beispiel auch Lesegruppen für Kinder, die lesen dann viel freier, wenn sie das üben, weil die Hunde einfach vorurteilsfrei auch in dieses Setting hineingehen und die Leute können sich dann leichter öffnen. Also die kommen zu Stellen, wo wir Menschen manchmal ein bisschen länger brauchen und sie machen auch sehr viel gerne für den Hund. Dadurch überwinden sie sich manchmal Dinge zu tun, bei denen sie vielleicht noch schüchtern sind und vorsichtig sind. Viele Kinder, die mit der Frustrationstoleranz Probleme haben, können sich hinunterfahren, können achtsam sein und vorsichtig mit dem Hund umgehen. Dadurch lernen sie auch total viel für die Sozialkompetenz dazu. Im Umgang mit dem Hund werden fast alle Sinnessysteme angesprochen. Das Fühlen, Riechen, Sehen, Hören und sogar das Balancieren kann spielerisch geübt und wahrgenommen werden. Dadurch kann das Kind Selbstwahrnehmung und Eigenreflexion lernen. Jetzt, wo die Kinder weniger rausgekommen sind, bietet sich ganz viele Übungen auch motorisch an. Und wir sehen es auch, dass die Kinder den Bezug zur Natur einfach unbedingt haben möchten. Also die freuen sich auf die Arbeit mit dem Hund, dass sie ihm ein Leckerchen geben können, dass sie ihn streicheln können. Und da ist es so wichtig, dass man die Kinder anleitet, wie sie es denn richtig machen soll. Weil das ist eine wichtige Gefahrenprävention. Auch, dass die Hunde sozusagen die Hundesprache auch lesen lernen. Und wir sagen immer zu unseren Workshops, so Kinder lernen Hunde verstehen, dass wir wirklich wissen, was will uns der Hund mitteilen und wir auch verständnis- und respektvoll mit dem Tier umgehen. Also beide Seiten profitieren enorm davon. Wir haben vorhin auch Ihren Hund bei den Tricks gesehen. Wollen Sie die Hundedame bitte kurz vorstellen? Ja, das ist die Lexi, die ist jetzt 4 Jahre alt. Ich habe sie als Welpe von der Tierhilfe Nitra bekommen. Sie ist ein Mischling, also einmal alles. Es sind auf jeden Fall ein paar Dackelarten dabei und sie genießt es irrsinnig, mit Kindern zu arbeiten. Was mag sie ganz besonders? Ja, gestreichelt und gekuschelt zu werden. Also die Lex ist ein totaler Kuschelhund und auch wenn ich sie in den Kindergarten mitnehme oder zu meinen Kinderkursen, ist die erste Runde auf jeden Fall mal eine Kuschel-Streichel-Runde, bevor sie in die Arbeit geht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Hunde wirksam sein können bei der Förderung von Ausdauer und Konzentration oder der Förderung von Gedächtnisleistungen. Welche Anforderungen werden an Therapiehunde gestellt? Wie sieht die Ausbildung zu einem solchen aus? Ja, wir bilden bei uns hier nur für die staatliche Zertifizierung aus und für diese Prüfung. Das heißt, bei uns ist es eine Jahresausbildung, weil auch sehr viele Inhalte in der Theorie die Hundehalter lernen müssen, neben der Praxisausbildung auch für den eigenen Hund. Man muss sich vorstellen, es ist so eine Mensch-Team-Prüfung dann und da müssen beide Teile gut ausgebildet sein. Und so kann jeder dann individuell auch den Therapiehund oder Therapiebegleithund, wie es eigentlich heißt, in der Arbeit einsetzen. Also die Hunde dienen oftmals als Schlüssel für uns Erwachsene, um mit den Kindern in Kontakt zu kommen und dadurch ist die Arbeit oftmals ein bisschen leichter. Natürlich wird darauf geachtet, dass weder Kind noch Hund während der Therapiesitzung überfordert werden und dadurch Probleme entstehen. Für Hunde ist es ganz wichtig, dass wir einfach respektvoll mit ihnen umgehen und auch vertrauensvoll. Und da gehört eben auch bei Kindern gerade der Erwachsene dazu, der eben diese Anleitung auch macht und so gestaltet, dass es dem Hund gut geht und auch dem Kind. Also gerade bei Kindern ist es wichtig, dass man eben nicht auf Hunde zuläuft,
läuft oder vor ihnen wegläuft, weil das das Jagdverhalten beim Hund auslösen kann. Aber auch quietschen und schreien, dadurch, dass Hunde viel, viel besser hören als wir Menschen, kann für Hunde bedrohlich sein. Und ganz wichtig ist auch, dass nicht alle Hunde Kinder mögen müssen. Also da auch den Respekt zu haben, dass ein Tier eben nicht angegriffen werden möchte, ist ganz, ganz wichtig. Seit Jahrtausenden sind Hunde treue Begleiter des Menschen und sie haben sich darüber hinaus im Alltag dank ihrer besonderen Sinne und Fähigkeiten auch als wertvolle Helfer erwiesen.